herzlich willkommen bei Radio VHR. Heute zu Gast ist Nick P. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Hallo, grüß dich. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs. Dankeschön. Bald ist es soweit, was heißt bald, Dezember? Es dauert schon ein bisschen, also es ist noch ein bisschen Zeit bis dorthin, aber wir freuen uns natürlich. Vorfreudezeit dann wirklich, um alles vorzubereiten. Was sagen die Kinder, die Enkel dazu? Wir sind alle sehr glücklich, wir freuen uns, dass es endlich geklappt hat und ja, wir sind in glücklichen Umständen alle zusammen. Absolutes Wunschkind also? Ja, natürlich, klar. Sehr schön, sehr schön. Da freuen wir uns doch schon auf Dezember. Dein erster großer Hit, mit dem du wirklich international Durchbruch hattest, war Ein Stern. Wird man da oft drauf reduziert, dass es so nur noch heißt, Nick P., war doch der mit Stern, oder? Ja, natürlich, die Leute erinnern sich gerne noch an diesen Stern, der ist ja immer noch sehr, sehr präsent und anfangs wirst du natürlich auf das reduziert und musst dann irgendwie mit anderen Songs dann beweisen, dass du auch was anderes drauf hast. Und ich glaube, das ist mir auch gelungen, da ich nach dem Stern ein paar doch tolle Songs abgeliefert habe, die die Leute immer noch von mir hören möchten. Lebt einen Traum, Come on, let's dance, wo die Liebe deinen Namen ruft oder das letztes Jahr Berlin und jetzt aktuell mit Geboren, um dich zu lieben. Es war schon ein Weg, eben aus dieser Redaktion rauszukommen, aus dieser Reduziertheit, weil das Publikum hat dann immer diesen großen Hit im Kopf. Ah ja, das, wenn man sagen kann, ja, der hat ja doch dieses Lied gehabt, als würde man sagen, was hat denn der für einen Hit gehabt? Kennt man den überhaupt? Weißt? Ja. Also bin ich schon froh, dass es eben so ist, dass man weiß, der hat ja diesen großen Hit einen Stern gemacht. Wie schwer ist es, davon wirklich runterzukommen, dass man wirklich nur noch darauf reduziert wird, also gerade auch, wenn dich jemand trifft oder Nicht-Fans, sag ich jetzt mal, die vielleicht dein Gesicht nicht präsent haben, wo dann heißt, okay, ich bin Nick P., sagst du da dazu, der wo... Oder? Ich sag da gar nichts. Gar nicht. Ich kann nicht erwarten davon, dass jeder mich kennt. Das wäre irgendwie Verhalten von mir. Denn ich mache meine Musik, ich habe meine Fans, ich habe mein Publikum. Und kann nicht erwarten, dass jetzt jeder irgendwie meine Musik mag oder mich kennt. Sondern wenn jemand mich nicht kennt, dann hat er ganz klare andere musikalischen Interessen, oder die ihn zwar bewegen. Und ich habe da null Problem und schon gar nicht irgendeinen Erklärungsbedarf, ihm jetzt unbedingt sagen zu müssen, wer ich jetzt da bin. Gar nicht. Das ist, okay. Ist mir eigentlich wurscht. Na, du hast deine Fans, von dem her, die sind dir treu, ja, schon seit Jahren und ja. Auf die muss man aufbauen dann in dem Fall. Genau. Dein neues Album Löwenherz hat einen ganz, ganz netten Titel, wie ich finde. Hast du da einen bestimmten Bezug, warum dieses Album direkt Löwenherz heißt, oder? Es ist ein sehr starker Song. Der Titel Löwenherz, der vom Album auch ist, beinhaltet einen sehr schönen Text. Da geht es um einen Menschen, der eine sehr charakterstarke Ausdrucksweise hat in Sachen Liebe, in Sachen Herzlichkeit, in Fürsorge. Menschen mit Löwenherz stehen mit sehr viel Kraft und Mut im Leben. Sie haben auch den Mut, gegen den Strom zu schwimmen, nicht mit dem Strom zu schwimmen, andere Dinge zu tun, die nicht so normal sind. Und zwei solche Menschen in meinem Leben waren meine Zieheltern, die mich eben nach dem Tod meiner Mutter großgezogen haben, die mit so einer unglaublichen Kraft und Stärke und Herzlichkeit mir gegenübergetreten sind, die nur Menschen quasi von sich geben, die ein richtig großes Löwenherz in sich tragen. Und diese Menschen mit Löwenherz gibt es nicht viele. Also das sind schon sehr spezielle, sehr liebevolle Menschen, wo man die Augen wirklich offen halten muss, um diese zu begegnen. Also praktisch ist der Song Löwenherz dann so eine Widmung an deine Zieleltern, genau. Mehr oder weniger? Genau. Okay. Also dieses Wort Löwenherz hat einfach eine große Kraft auf mich. Und das eben genau diese Charakterenzüge beschreibt und für mich eben eine sehr wertvolle Sache ist. Erziehst du deine Kinder so ein bisschen danach mit diesem Song, also mit diesem Wort Löwenherz, um den gewisse Werte zu vermitteln da? Natürlich, ich versuche meinen Kindern in der Erziehung meine Erfahrungen aus meinem Leben mitzugeben, um ihnen irgendwie ihren Weg leichter zu machen oder
ihren Weg irgendwie, ja, den Weg zu finden vielleicht, den sie gehen wollen. Es ist ein Löwenherz, kann man sich natürlich aneignen, aber es muss schon in der Wiege irgendwie dir reingelegt werden, damit du später mal diese Herzlichkeit, diese Fürsorglichkeit, diese Liebe überhaupt leben kannst und weitergeben kannst und auch natürlich empfangen kannst. Ein Song auf deinem Album heißt »Wenn ein Vogel lernt zu fliegen«. Ich habe diesen Song gehört und musste wirklich sofort, ohne dass ich diese Songbeschreibung überhaupt gelesen hatte, sofort an diese, an Kinder denken, die erwachsen werden und die man loslassen muss. Und ich habe danach dann in der Songbeschreibung gelesen, dass das praktisch genau deine Worte waren, die du damit weitergeben möchtest. Hat der Song eine besondere Bedeutung für dich persönlich? Ich habe es natürlich meinen Kindern gewidmet. Das ist eben der Song, habe ich für meine Kinder geschrieben, um ihnen zu sagen, wenn ihr in das Leben geht, irgendwann einmal aus dem Nest von zu Hause rausfliegt, dann müsst ihr kräftig mit den Flügeln schlagen, richtig Gas geben, Mut haben, Stärke zeigen, Mut, neue Wege zu gehen, wie ich früher schon erwähnt habe. Nur so kannst du wirklich im Leben große Höhen erreichen und Ziele erreichen. Und mit diesem Lied, wenn ein Vogel lernt zu fliegen, will ich den Kindern einfach Mut geben, Kraft geben, wenn es ja mal irgendwie nicht so läuft im Leben, dass sie sich vielleicht das Lied anhören und dann wieder Kraft schöpfen aus diesem Text, aus dieser Melodie, aus diesem Song, um gewisse Dinge dann leichter vielleicht zu entscheiden können. Der Song »Irgendwo ist immer Sommer« hat auch eine ganz tiefe Bedeutung für mich jetzt persönlich. Ja. Ich habe den Song gehört und habe sofort eine Situation in meinem Leben gehabt und habe wirklich gedacht, okay, so ging es mir bis jetzt wirklich sehr, sehr selten. Aber das ist für mich auch so ein bisschen so ein wirklicher Mutmach-Song. Also ja. so zusammen ist mit... Ist auch wie andere Songs von mir, ist das auch wieder ein Song, der aus meinem Leben stammt, aus einer Geschichte aus meinem Leben, auch sehr authentisch. Es hat ein Freund von mir Probleme gehabt in der Beziehung, in einer langjährigen Beziehung, die leider Gottes zu Brüche gegangen ist. Und ich habe ihn versucht, natürlich als Freund immer wieder zu trösten und es wird schon wieder und bla bla bla. Man versucht halt irgendwie positive Energie in seine Richtung zu schicken und nachdem ich Liederschreiber bin, hatte ich irgendwo diese Zeile gelesen auf einer riesengroßen Plakatwand, irgendwo ist immer Sommer, und habe ihn dann spontan angerufen und eben versucht, damit aufzumuntern, indem ich gesagt habe, pass auf, auch wenn jetzt in deinem Herzen Kälte ist und der Winter eingekehrt ist, aber wenn du die Augen aufmachst und wenn du dich quasi dem Leben wieder widmest, dann wirst du den Sommer finden, weil der ist irgendwo immer präsent, also du musst es nur zulassen und auch dein Herz wird wieder diesen Sommer finden. Das hat mich dann, dieses Gespräch, hat mich dann zu diesem Song gebracht, dass ich diesen Song dann geschrieben habe, weil ich diese Zeile »Irgendwo ist immer Sommer« einfach sowas von positiv empfinde. Es hat einfach so eine Kraft auch auf mich ausgeübt, diese Zeile, und dass ich das Gefühl hatte, darüber muss ich unbedingt einen Song schreiben, um Menschen, die vielleicht in diese Situation nochmal kommen, eben durch dieses Lied Mut zu geben. Jetzt ist das ganze Album eigentlich so eine einzige, ja, ein grober Lauf durch dein Leben. Du erzählst in deinen Songs so ziemlich alles von »Geboren, um dich zu lieben«, von wirklich der großen Liebe, über dann Tiefschläge und dann über die Kinder. Und ist es wirklich so ein kompletter Lauf durch dein Leben? Ich kann natürlich nur aus meinem Leben schreiben. Die Themen nehme ich aus meinem Leben. Ich habe mich ein Jahr, bevor das Album veröffentlicht wurde, hingesetzt, habe mir Gedanken gemacht, über was schreibe ich jetzt, was für einen Themenbereich soll das Album enthalten, und habe dann irgendwie entschlossen, es sollte alles drinnen sein, wie das Leben eben so ist. Es soll was Fröhliches drinnen sein, was Freches, was zum Nachdenkliches drinnen sein. Es soll etwas, was berührt drinnen sein, und es soll vor allem sehr viel Liebe drinnen sein zur Musik, speziell das liebe Thema auch behandelt werden. Und das ist mir dann, glaube ich, auch ganz, ganz gut gelungen, diesen Streifzug aus meinem Leben auf Album zu bringen. Also so einen kleinen
Abschnitt meines Lebens quasi zu präsentieren, weil ich genau weiß, dass ich mit vielen Dingen, mit vielen Texten manchen Menschen aus der Seele spreche und das mache ich eben gerne. Ich versuche einfach, das weiterzugeben, was mir Musik als junger Mensch gegeben hat. Ich habe in dieser Phase, als meine Mutter starb, habe ich mit Musik viel verarbeitet, hat mir Musik sehr, sehr geholfen. Und das versuche ich jetzt weiterzugeben, indem ich versuche, Texte zu schreiben, wo Menschen sich da irgendwie quasi orientieren können. Was können sie tun oder wieder gut gestimmt werden oder Kraft schöpfen können. Aber auch, wo Menschen einfach nur unterhalten werden, Spaß dran, am Leben haben können, an der Musik haben können, tanzen können. Das ist mir alles sehr wichtig, weil es zum Leben gehört und zum Leben zählt. Also praktisch für jede Lebenssituation ein Song von Nick P. So ungefähr kann man es vielleicht auch sehen. Ja. Das ist, ich liebe diese Abwechslung. Ich mag jetzt nicht ein ganzes Album nur Ich liebe dich und du fehlst mir singen, sondern ich versuche einfach, um es spannend zu machen, um es abwechslungsreich zu machen, einen breiten Bogen im Themenbereich zu spannen und um das Album eben wirklich von vorne bis zum Schluss interessant zu machen. Jetzt ist Geboren, um dich zu lieben, deine erste Single-Auskopplung aus deinem neuen Album. Auf dem Video ist deine Frau zu sehen. Mhm. Ist ihr erstes Video, glaube ich, wenn ich es richtig weiß? Es gibt noch eines, du kannst ganz kurz zu sehen ist, aber dieses Video ist sehr intensiv geworden, ja. Habt ihr euch da zusammen irgendwie bestimmt darauf vorbereitet oder gab es einfach, okay, wir machen das einfach und gucken mal, was rauskommt? Genau, so ist es auch passiert. Es war geplant, dass ich diesen Videoclip alleine drehe. Ich habe das Lied für meine Frau geschrieben und ich wollte es nicht mit einem Statisten drehen, dass da irgendjemand mit mir Händchen haltend durch die Gegend läuft, den ich gar nicht liebe, den ich gar nicht kenne. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich lieber das Ganze alleine. Meine Frau war mit bei den Dreharbeiten und der Regisseur sagte, Mensch, das wäre doch toll, wenn sie das nicht spielen würde, sondern sie einfach mitgeht ins Bild, weil ja sie die ist, die besungen wird. Da sage ich, ja, aber sie ist nicht der unbedingt in die Öffentlichkeit will, nicht? Und dann haben wir es, er hat gesagt, er fragt sie ja mal, weil mehr wie Nein kann sie ja nicht sagen, nicht? Klar. Und dann hat sie überraschend gesagt, okay, mach mal. Okay. Und somit ist das für mich natürlich, hat dieses Video jetzt eine unglaubliche Kraft, weil da zwei Menschen zu sehen sind, da ist ein Künstler zu sehen, der einen Song für seine Frau geschrieben hat. Und die Frau ist aber auch im Bild. Es sind zwei Menschen, die sich lieben. Und dieser Clip ist für mich jetzt irgendwie ein Zeitdokument für alle Ewigkeit unserer großen Liebe, die wir zwei erleben. Ja, wie war es für Sie? Habt ihr danach darüber gesprochen, wie das begleitet von so Kameras? Na, du kannst mir die Kameras filmen, du laufst durch die Gegend und du wartest natürlich ab, wie das Resultat dann ist, wenn das alles geschnitten ist, weil du kannst ohnehin bei den Dreharbeiten nicht viel was sagen. Aber ungefähr kannst du dir das vorstellen, wie es wird dann da. Also wenn man die ersten Schnittbeispiele gesehen hat, wie es vielleicht sein könnte, waren wir beide ja, sehr, sehr positiv überrascht über die Kraft des Videos. Es gibt viel her. Es ist speziell, wenn man weiß, dass das jetzt nicht gespielt ist, was man da sieht, sondern dass diese Küsse, diese Streicheleinheiten wirklich echt sind. Also keine Schauspielerei ist, sondern das ist reales Leben und das ist für mich sehr wichtig gewesen. Wenn ich den Clip mache und meine Frau nicht mitmacht, dann mache ich es alleine. Ja, einfach um diese wirklichen Emotionen, die diese Song ja auch einfach transportieren soll, wirklich rüberzubringen. Ja, ich wollte einfach keine andere Frau im Bild haben, weil es für mich dann nicht realistisch ist. Ich mag da nicht irgendjemanden ansingen. Ich bin mit meiner Frau mittlerweile fast 9 Jahre zusammen, viele kennen sie und dann erzähle ich dann überall, das ist ein Song für meine Frau und laufe im Video mit irgendeiner Fremden durch die Gegend und sing sie an, du bist mein großes Glück und ich bin geboren, um dich zu lieben. Das wollte ich nicht. Da habe ich gesagt, nein, dann mache ich das alleine und fertig.